Schauspieler Heinz Baumann ist tot. Er konnte Komödie und Krimi, beide Genres vereinte Heinz Baumann in der Fernsehserie Adelheid und ihre Mörder an der Seite von Evelyn Hamann. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Aus der deutschen Fernsehkrimilandschaft ist er nicht wegzudenken. Ab 1987 ermittelte Heinz Baumann in der ZDF-Serie Soko 5113 erst als Hauptkommissar, später als Privatdetektiv Jürgen Suttmann. Ab 1993 spielte er bei der ARD in Adelheid und ihre Mörder an der Seite von Evelyn Hamann den etwas trotteligen Hauptkommissar Ewald Strobel, der seine Fälle nur dank seiner findigen Sekretärin Adelheid lösen konnte. Baumann wurde 1928 in einem kleinen Dorf bei Oldenburg geboren. Sein Vater war Schiffszimmermann, die Mutter verdiente ihr Geld als Haushälterin. Früh träumte er von einer Karriere als Schauspieler, schon mit 20 hatte er sein erstes Engagement. Er zog nach Quedlinburg um und spielte dort zunächst in der frisch gegründeten DDR, ehe er nach 3 Jahren in die Bundesrepublik übersiedelte. Baumann arbeitete dann unter anderem in Hamburg, Köln und Stuttgart am Theater, bevor ihn Dieter Giesing 1966 an die Münchner Kammerspiele holte. Immer wieder aber spielte Baumann in Fernsehkrimis mit. Ob Tatort, Der Alte, Derek, Der Fahnder oder Wolfs Revier, bei allen prominenten Reihen und Serien hatte er Episodenhauptrollen. Bis in die 10er-Jahre hinein wirkte er regelmäßig in Fernsehproduktionen mit. Seinen letzten großen Auftritt hatte er 2012 in Die letzte Fahrt. Im Namen der Familie teilte die Künstleragentur Hallweg mit, dass Heinz Baumann am Samstag friedlich in München eingeschlafen sei. Er wurde 95 Jahre alt. Ruhe in Frieden in Dankbarkeit, Heinz Baumann. Danke für euer Mitgefühl und euer Abo.